Willkommen zum Profiltalk auf Schau.TV. Wir werfen wieder einen Blick in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Corona und die Wirtschaft sind großes Thema in der neuen Ausgabe. Und dazu bei mir im Studio Profiljournalist Josef Gepp und Herausgeber Christian Reiner. Tag. Josef, ich starte gleich bei dir. Welchen Blick werft ihr denn auf das Thema Corona und die Wirtschaft? Was steht drin im neuen Profil? Also wir schauen uns das Thema aus zwei Perspektiven an. Zum einen fragen wir uns, dieser Lockdown, der jetzt stattfindet, wie viel wird der die Wirtschaft als Ganzes kosten und das Land, wie steigen der durch die Schulden, wer soll das alles eines Tages wieder zurückbezahlen? Das ist sozusagen die große Perspektive. Und dann haben wir auch gesprochen mit einzelnen Unternehmen und Branchen und fragen die, wie es die geht. Das ist nämlich sehr unterschiedlich von Branche zu Branche, Unternehmen zu Unternehmen. Das ist ja auch die große Frage, wen trifft denn dieser Lockdown jetzt auch wieder, der zweite Lockdown oder generell die Corona-Krise am härtesten? Ich mag mal einen optimistischen Blick auf die ganze Sache werfen, der vielleicht, und das ist so ein bisschen die Hoffnung, haben wir in Österreich zu Recht einen pessimistischen Blick, aber er entspricht vielleicht nicht ganz der Weltwirtschaft. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Tourismus. Trifft es natürlich stark. Die Gastronomie trifft stark, die Künstler trifft stark. Nur der Anteil, den Österreich hat am Tourismus, entspricht natürlich in keiner Weise dem, was der Anteil an der Weltwirtschaft wäre. Das heißt, vielleicht ist dieser Blick, den wir in Österreich haben, allerdings auch der Schaden, der in Österreich eintritt, nicht dementsprechend, wie Corona wirklich auf die Weltwirtschaft Einfluss hat. Darüber hinaus, wir sind gewohnt, wenn wir auf Urlaub fahren, wohin fahren wir? Wir fahren jetzt nicht in die mitteldeutsche Tiefebene nach Duisburg oder irgendwohin, sondern wir fahren nach Berlin, nach Hamburg, wohnen dort in Hotels, erst recht, wenn wir in Thailand, Mexiko oder sonst irgendwo sind. Vielleicht, persönliche Perspektive, schon auch als Volkswirt, vielleicht haben wir auch deshalb eine etwas verzerrte Wahrnehmung und vielleicht könnte sich die Wirtschaft, falls jetzt Impfung kommt und so weiter, schneller erholen, als wir das jetzt mal glauben mit dem Blick, den wir haben. Mhm. Josef, was hast du rausgefunden so bei deinen Recherchen, wen es da trifft bei uns im Land? Bei uns trifft es, wie der Christian gesagt hat, ganz stark Tourismusunternehmen. Das ist jetzt noch nicht so die Überraschung, aber wir haben zum Beispiel auch gesprochen mit dem großen, einen der weltgrößten Catering-Unternehmen, mit dem Chef von Do & Co., mit dem Gründer, mit dem Attila Dogudan. Und dieses Unternehmen ist massiv betroffen. Also die haben einen Umsatzrückgang seit Beginn der Krise von 80%. Das war ein Unternehmen mit 1 Milliarde Umsatz noch im März letzten, also dieses Jahres. Und inzwischen ist das mehr oder weniger ausradiert. Und jetzt fragen sich natürlich alle, wann solche Umsätze international wieder zurückkehren. Und bei Attila Dogudan ja für heuer geplant hatte plus 30%, also richtig Erfolg, und wollte endlich über die Milliarde kommen. Ihn trifft es besonders stark und das war für ihn nicht planbar. Der ist in über 20 Ländern der Welt unterwegs, in drei Branchen und es trifft alles. Also nicht planbar gewesen, so wie für viele andere Unternehmen auch nicht. Aber gibt es auch Profiteure in dieser Krise? Wer kommt denn gestärkt davon hervor oder wer verdient denn jetzt sich einen goldenen Ast sozusagen? Es gibt mehr Verlierer als Profiteure, das ist mal klar. Aber es gibt einige Profiteure. Der größte Profiteur ist die Pharmaindustrie, die allerdings in Österreich jetzt nicht prominent vertreten ist. Es sind dann kleine Branchen wie zum Beispiel die Fahrradunternehmen. Da haben wir auch eins porträtiert, ein Vorarlberger Mittelständler, heißt Simplon, der so hochpreisige Qualitätsfahrräder herstellt. Und die kommen gar nicht nach mit dem Produzieren. Die Leute fürchten sich vor Öffis zum Beispiel. Sie sind generell gesundheitsbewusst, auch abseits von Corona. Und die kriegen Aufträge ohne Ende und kriegen aber gleichzeitig die Komponenten nicht mehr aus China, wo sie so praktisch die rohen Komponenten herbekommen, haben also wieder ihre ganz eigene Art von Problemen, mit denen sie fertig werden müssen. Ja. Aber sie haben keinen Auftragseinbruch, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns die Weltfinanzmärkte anschauen, also Aktienmärkte vor allem, was wir in dieser großen Geschichte auch tun, dann sieht man schon auch, also einerseits sind die relativ unbeeindruckt. Wir haben da Erklärungsmodelle, warum das so ist, aber ich fürchte, da ist der Optimismus etwas zu groß. Aber wenn wir uns die Nasdaq anschauen, das ist die amerikanische Technologiebörse, dann sieht man, wer global stark profitiert. Das sind Hightech, das sind nicht Hightech, sondern Hightech-Unternehmen im Bereich der Digitalisierung, aber auch Unternehmen wie Amazon, die natürlich stark profitieren.
Nasdaq ist im Jahresvergleich fast 100% gestiegen und ich glaube heuer, ich weiß nicht, was der Stichtag ist, jedenfalls über 50%. Das sind Branchen, die wir sehen, weil wir unsere Computer dort kaufen oder weil wir über Zoom arbeiten oder weil wir nicht im Einzelhandel mehr einkaufen, sondern bei Amazon bestellen und das an uns geliefert wird. Genau, auf internationaler Ebene sind es die Tech-Unternehmen, die natürlich alles, wo man zu Hause sitzt, was man konsumiert, floriert jetzt. Mhm. Ja, also das ist klar, ja. Koste es, was es wolle, hat es mal geheißen in einer berühmten Pressekonferenz der Bundesregierung. Was kostet uns denn dieses ganze Corona-Spektakel tatsächlich? Also wir haben auf der Titelseite vermutlich eine ziemlich hohe Zahl, auch als Eye-Catcher, nämlich 100 Milliarden Euro. Das ist eine konservative Schätzung eines konservativen Thinktanks, der Agenda Austria, und beinhaltet vor allem zwei Dinge. Also zwei Jahre, das Jahr 2020 und 2021 und zwei Dinge. Zum einen geht es darum, was der Staat hineinbuttert durch Kurzarbeitsförderung und. Was aber möglicherweise das sogar der kleinere Teil ist. Und das andere, was kostet es an Wirtschaftswachstum? Und da kommt man bei einem sehr seriösen Wirtschaftsthinktank und bei einer konservativen Schätzung auf 100 Milliarden Euro. Und das ist schon relativ viel, um es in irgendeine Relation zu stellen. Das ist etwas mehr als ein Viertel der Wirtschaftsleistung, also des BIP der Republik Österreich pro Jahr. Und wer zahlt das am Ende alles? Das ist die große Frage. Wer? Klar ist, dass die Staatsschuldenquote extrem steigt, so wie noch nie in der Zweiten Republik, auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 nicht. Also sie steigt von ca. 70% auf 87%. Also das ist das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP, zur Wirtschaftsleistung. Mhm. Ja. Und Österreich verschuldet sich dementsprechend mehr, um das zu finanzieren. Man muss aber dazu sagen, dass das sozusagen international keineswegs eine Ausnahme ist. Das machen derzeit alle. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass sich Österreich natürlich extrem billig finanzieren kann. Also die Zinsen, obwohl die Schulden steigen, sind die Zinsen sehr, sehr niedrig. Das heißt, es ist jetzt noch lang kein Problem und wir rennen sozusagen als Land noch lang nicht in die Schuldenfalle in gewisser Weise. Im Endeffekt werden alle Österreicherinnen und Österreicher, und natürlich nicht nur die Österreicher, dafür zahlen müssen. Wir merken heuer natürlich schon eine höhere Arbeitslosigkeit, aber meine Prognose ist, die wird erst im kommenden Jahr wirklich, wirklich steigen. Dann wird die Kurzarbeit auslaufen, dann werden die ganzen Einpersonenunternehmen, die in der Statistik ja noch nicht aufscheinen, insolvent gehen. Und viele Unternehmen, einerseits, weil sie es wirklich brauchen, andererseits, weil sie Corona zum Anlass nehmen, werden Mitarbeiter abbauen, ihre Produktivität steigen. Das heißt, selbst zu einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaft vielleicht wieder voll angelaufen ist, kann die Arbeitslosigkeit dann doch sehr hoch sein. Derzeit übrigens, haben wir eine Studie in dieser Titelgeschichte, kommt das, was der Staat als Wirtschaftshilfe und individuelle Hilfe ausgibt, ganz gut an im untersten Segment der Bevölkerung, also bei den ärmeren Menschen. Wie wird das denn danach aussehen? Wie lange wird es denn dauern, dass wir wieder auf ein Vor-Corona-Niveau zurückkommen? Was ist da eure Einschätzung? Also die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, jetzt aus Unternehmenssicht rechnen frühestens mit 2022. Also die sind bei weitem nicht so optimistisch wie manche Politiker, die sagen, es kommt bald die Impfung und dann wird sich schon normalisieren. Ich glaube, das wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Agenda Austria meint niemals, das ist vielleicht eine etwas zugespitzte Einschätzung, aber das bedeutet eigentlich niemals das aufholen, was verloren gegangen ist, sondern man startet wieder auf einem niedrigeren Niveau. Man kann natürlich auch eine etwas andere Sicht, die gar nicht jetzt nicht so ökonomisch ist, auf diese Krise werfen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, dass wir zu einem gewissen Umdenken kommen, weil das, was wir jetzt erleben, die Corona-Krise, ist im Vergleich zum Beispiel zur Klimakrise oder auch damit zusammenhängend zum Verbrennen der fossilen Energien ein Klacks. Das ist wirklich nichts. Und vielleicht sollte man sich wünschen, dass die Welt zu einem stärkeren Umdenken kommt und dass die Delle vor allem im Mindset der Menschen etwas tiefer wäre. Wird es dazu kommen, eben zu diesem großen Umdenken, oder ist das in einem Jahr oder in zwei wieder völlig vergessen? Ich fürchte ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass es individuell die Menschen, aber auch die Wirtschaft in ihren Investments eher einen Nachholbedarf beim Ausgeben und beim Produzieren empfinden werden und dass weniger Geld da sein wird, um umzurüsten auf eine klimafreundliche Technologie. Es gibt aber auch sozusagen Anzeichen in die Richtung, dass sich manche Konsumgewohnheiten dauerhaft ändern werden. Also ein gutes Beispiel sind Geschäftsreisende im Flugzeug,
Die lernen jetzt alle, dass es mit Zoom oder Microsoft Teams oder so auch geht. Mhm. Die Unternehmen sparen sich dadurch viel Geld. Und praktisch alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, rechnen damit, dass das in der Form von vor der Krise nie mehr zurückkehren wird. Das wäre natürlich jetzt für die Wirtschaft nicht gut, aber fürs Klima sehr gut, weil die Geschäftsreisenden natürlich einen großen Anteil ausmachen, die da herumfahren und einen großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Schauen wir noch kurz auf den Lockdown, auf den zweiten Lockdown, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Ist die Kritik daran berechtigt, die ja von vielen Seiten aufpoppt, vor allem auch von der Wirtschaftsseite? Wir sind zum Glück keine Politikerinnen und Politiker und müssen das alles nicht entscheiden. Meiner Meinung nach hat die Bundesregierung 2 Wochen zu spät reagiert. Wenn es wirklich wahr ist, dass der Bundeskanzler 4-mal am Tag mit Angela Merkel telefoniert und 8-mal am Tag mit Herrn Netanyahu in Israel, dann hätte man doch anhand der Zahlen in Österreich erkennen müssen, dass man etwas früher eingreifen kann. Damit hätte der Lockdown möglicherweise früher aufhören können oder auch vielleicht nicht so hart sein müssen. Also wenn es eine Kritik gibt, dann hat die Bundesregierung vielleicht zu sehr auf Umfragen geschaut und sich deshalb nicht getraut, diesen Lockdown oder einen ähnlichen Lockdown bei Zeiten zu verhängen. Was haben da deine Recherchen ergeben? Was haben da die Leute gesagt, mit denen du gesprochen hast? Wir haben uns das vor allem eben von der Seite der Wirtschaftshilfen angeschaut, die jetzt im Lockdown ausgezahlt werden. Also dieser berühmte Umsatzersatz, dass man 80% des Umsatzes vom November 2019 jetzt ausgezahlt bekommt als Lockdown-betroffenes Unternehmen. Und da zeigt sich schon, dass eine gewisse Kritik gerechtfertigt ist, weil das überhaupt nicht treffsicher ist. Also ein Beispiel, ein Friseur, mal als Beispiel, der gut läuft, wenn der im November 19 noch nicht offen gehabt hat, kriegt er nur einen Minimalbetrag, auch wenn er das Geld dringend braucht. Und ein anderes Beispiel, wenn jemand zufällig im November 19 seine ganzen Rechnungen verbucht, sagen wir mal ein Hotel oder so, dann hat der buchhalterisch einen großen Umsatz und kriegt einen immensen Umsatzersatz. Das heißt, die pauschale Zahl, mit der man da über alle drüber fährt, die sorgt für große Probleme, viel Unzufriedenheit unter denen, die halt zufällig zu denen gehören, die verlieren und nicht profitieren. Dankeschön euch beiden. Corona und die Wirtschaft, mehr dazu im aktuellen Profil. Werfen Sie da einen Blick rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.